Hallo Leute, willkommen zu einem neuen wunderbaren Video. Heute ist was ganz Besonderes dran. Richtig krasser Tag. 5 Monate ist es her, dass Holy die letzte Energy Sword rausgebracht hat. Jetzt steht sie hier, die Halloween Edition. Pomegranate, Piranha, Granatapfel. Und ja, das Tier kennt ihr. Cooler Piranha, cooler Shaker. Die Dose sieht richtig geil aus. Ja. Ich hab mega Bock. Ich hab richtig Bock. Es wird bestimmt geil werden. Es wurde so ein bisschen angesagt, wie auf die anderen roten Sorten von Holy steht. Wird das auch so geschmacklich lieben und wir sind echt gespannt. Wir haben noch nichts probiert und wir schauen jetzt mal mit euch zusammen, was abgeht. Ach, ja. Oh, Eis. Ja, natürlich. Eisfeld. Bis gleich. Tschüss. Nein, nochmal. Jetzt geht's ab. Zurück. Wir haben Eis im Shaker, wir haben stilles Wasser in der geilen Holy-Glasflasche und jetzt geht's ran hier an den Pomegranate, wie hier im Video gesagt wurde, Granate Apple, Granatapfel geht ab. Diesmal nicht irgendwie namentlich genannte 2 verschiedene Sorten so, sondern Granatapfel pur. Okay, seid ihr bereit? Ja, Pulver ist relativ farblos, Löffel hat sich versteckt. Voll vieles, mag der nicht. Oh! Oh, aber es riecht wirklich gut. Da, oh Gott, ich freue mich. Ich hab Bock. So, wo ist der Löffel? Da kommt er. Oh, ich habe hier eine Schaufel gemacht. Okay, das riecht aber. Ja, fruchtig riecht es. Oh, ich habe was am Finger. Ich kann gleich schon einen Finger voll nehmen. So. Also 1,5 Liter stilles Wasser, 1 Löffel Pulver. Wasser diesmal nicht aus Gigagallon. Wir haben uns mal ein bisschen zurückgehalten und nehmen hier den. Achso, ich habe den Plastikdeckel vergessen. Okay, ich tue es rein. Ja, mach mal, die Farbe geht bestimmt ab. Jetzt sind wir bei 500. Oh, ich glaube, du bist übers Ziel weit hinausgeschossen, aber ja, wird schon hinein. Ich bin gut. Nee, komm. Es riecht geil. Ist richtig zu? Ja, Papa, es ist richtig zu. Wie du Angst hast. So, wir ziehen den ersten Schluck. Ich kann nämlich den ersten Schluck. Ja. Ersten Schluck riechen. Oh, es riecht sehr, ja gut riecht. Es fruchtig, frisch, granatapfelig, Tatsache. Denk dran, Pokerface. Kleiner Schluck, Energy ist nichts für kleine Minis. Genau, fürs Video, Colin kann so einen Minischluck einmal, dass er den Geschmack drin hat. Ich muss gleich noch einen nehmen. Ich weiß halt, wonach es schmeckt. Direkt. Kennt ihr auch diese runden Traubenzucker von der Apotheke? Ja, du bist auch so ein, bei dir, eins du bist auch so ein rundes Traubenzucker. Gibt es denn einen Granatapfel? Kann sehr gut sein, 1:1 schmeckt das so. Also man muss aber... Es ist mega geil. Es ist richtig geil, also es ist... Es knallt richtig rein. Es hat eine richtig gute Säure. Es ist nicht hier irgendwie... wo es bei Holy ja... Na gut, Mango war ein bisschen kräftiger, war vielleicht auch ein bisschen süß. Da war, ist das Geschmacksverhältnis schon... Knallt schon richtig rein. Es ist leicht sauer. Es ist aber auch ein bisschen süßer hinten raus. Ne? Also es ist mega geil. Und ich habe noch einen Geschmack. Ich habe jetzt schon Angst. Ne, ihr kennt alle Kaktus. Ne, dieses Kaktus-Eis. Es ist davon die rote Version. Ja, vielleicht. Das pink-rote Kaktus-Eis. Man muss auf jeden Fall sagen, also es kommt zum Granatapfel schon dicht dran, denn die haben auch das Herbe so ein bisschen eingefangen, ne? Also Granatapfel ist ja fruchtig, natürlich. Typischer Granatapfelgeschmack, ist jetzt schwer zu beschreiben. Und es hat eben Säure und es hat aber auch so ein bisschen was Herbes, was da mit hinterschwingt. Und das hast du hier auch voll. Es ist ein, oh Gott, ich hätte was gesagt, so ein richtiger erwachsener Geschmack irgendwie. Es ist nicht... Ne, nicht so süße Brausemäßig, sondern es schmeckt einfach richtig geil, fruchtig. Es sieht mega geil aus, das kommt auch noch dazu. Also die Farbe ist richtig kräftig dunkel, passt sehr gut zu dem Piranha. Ich finde auch, dass man, ich gehe da mit, was in der ein Insta-Story oder so gesagt wurde, ich glaube von Cynthia, die meinte, wer auf die roten Sorten steht, auf Raptor und auf Shark, dass man den Piranha geil findet, weil es ist ein gutes Mittelding dazu. Der Shark ist relativ süß und der Raptor hat schon Power und geht so ein bisschen in die
saure Richtung, das ist so genau so ein gutes Mittelding dazwischen. Also ich glaube, das kann man wirklich so unterstreichen. Wer die beiden Sorten von Holy feiert, wird hier am Piranha ganz klar seine Freude Ja. haben. Wie immer bei Holy ist kein Zucker zugesetzt, ne? Dann arbeitet Holy ja mit dem verkapselten Koffein, mit dem New Cuff. Auch das ist richtig geil. Wer das mal so abends im Dauereinsatz hier beim Zocken oder bei einer Party oder so Kennen wir getestet ja. hat, ne, das ist wirklich schon ein großer Unterschied zu so einer, naja, handelsüblichen Energy aus der Dose, der denn der voll ins Gesicht Gefährlich kickt und dann aber sowas. mal wieder weg ist. Das ist schon echt richtig cool umgesetzt. Bei Holy ist es einfach dieses Gesamtpaket: No Bullshit, No Sugar. Und auch keine künstlichen Aromen oder Farbstoffe. Auch dann, das ist alles eben natürliche Farbstoffe, natürliche Aromen, nichts zusammengemixt. Das schmeckst du wirklich, das merkst du bei jedem Ja. Schluck, dass das eben schon qualitativ was anderes ist, wie was es sonst auf dem Markt gibt. Echt geil. Ist ganz neu im Shop, eben mit einem passenden Shaker. Es kommt jetzt noch so eine Halloween-Aktion, da könnt ihr mal reingucken in den Shop, falls das Video dann aktuell ist, falls ihr es schnell in die Finger kriegt und guckt. Also ab heute, glaube ich, 16 Uhr oder so, ist da Aktion am Start, gerne mal reingucken. Ein paar Links Ja. und vielleicht noch einen Code, wenn ihr was sparen wollt, haben wir in der Videobeschreibung. Das nur so am Rande, denn Bei der ersten Bestellung. Das muss man dazu sagen. unser Rabatt geht nur bei der ersten Bestellung. Sonst aber über den Link reingehen, dann verpasst ihr nichts und habt alles mit dabei. Ja. Man kann ja da auch so bei Holy im Shop Punkte sammeln, das habt ihr sowieso immer dabei. Dementsprechend einfach mal gucken, wenn ihr da Interesse dran Genau. habt. Es schmeckt richtig geil, es ist richtig gut fruchtig. Wir sind natürlich so ein bisschen verkumpelt mit Holy. In unseren Testvideos legen wir aber echt Wert darauf, dass es unsere Meinung Ehrlich. ist. Also wenn mal was rauskommt, was Was? nicht so geil ist, dann kriegt es auch eine nicht so geile Bewertung. Es ist einfach so. Guckt mal zum Beispiel ins X-Mess-Video. wenn wir das bewerten würden, von bis 10, 1 bis 10, 10 super, 1 kacke. Es. 12. Colin schießt durch die Decke. Ich wäre bei einer 9. Holy, Ja. ganz klare Lieblingssorte ist der Raptor und da geht es auch nicht drüber. Es ist dicht dran. Raptor 10 von 10, das 9 von 10. Tausendmal besser wie vieles andere, was du an Boostern auf dem Markt kaufen kannst. Das auf jeden Fall. Zwölf. Aber also auf die 1 schafft das nicht ganz. Auf die. Ach, komm, auf die 2 Ich glaube, vielleicht. bei mir schafft das noch auf zwei. Ja, also ich bin bei den roten Sorten auf jeden Fall. Raptor Nummer 1 und hier Piranha muss ich vielleicht noch ein paar mir hinter die Birne dübeln, bis ich es vielleicht mit dem Shark besser vergleichen kann. Aber auf jeden Fall Top 3 von den Holy-Geschmäckern. Richtig geil, richtig krasse Nummer geworden. Einfach, was ist, das ist eben so dieses typische Holy-Ding. Es schmeckt natürlich, es schmeckt kräftig und es schmeckt. Jetzt komme ich wieder nicht drauf. Ich hatte letztens mal das perfekte Wort dafür. Beschreib es. Ja, Vielleicht bin ich nicht einzigartig, speziell. Es schmeckt irgendwie unbeschreiblich. unbeschreiblich. Es schmeckt einfach nicht so wie etwas, was du schon mal getrunken hast, so, weißt du? Neu. Neu, ich weiß es nicht. Ich hatte mal das perfekte Wort, Krass. mir fehlt es jetzt gerade. Krass neu, schreibt in die Kommentare, falls ihr noch ein Synonym dafür habt. Es schmeckt einfach holy. Toll. Holy schmeckt es Holy einfach. Es schmeckt. schmeckt einfach holy. In diesem Sinne, guckt meinen Shop rein, holt euch das. Ich weiß nicht, Proben gibt es davon noch nicht, aber ja, wer die Ja, beiden roten Sorten mag, ist. kann grenzenlos zugreifen, auf jeden Fall. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren, Huli inhalieren. Viel Spaß noch. Tschüss. Colin schreit rum. Bis dann.